Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Tropico 2, die Pirateninsel. Tropico ist eine Strategieaufbaureihe. Die spielt eigentlich relativ in der Gegenwart. Jedoch Tropico 2 hat einen Rückschritt gemacht und spielt in den Zeiten zu Barbarossa etc. Und das Spiel ist eigentlich, du bist ein Diktator auf einer Insel und schickst dann hier die Kreuzfahrten raus und hier ist halt ein bisschen auf alt getrimmt. Ich mag dieses Setting total und ich finde das Spiel auch total toll und deshalb spiele ich das jetzt auch. So, und jetzt klicken wir mal hier auf Kampagne spielen und machen wir gleich eine Kampagne auf. Ich habe mich schon mal ein bisschen reingeübt, damit ich nicht gleich sofort verkacke. Neu. So, wie nennen wir uns? Oh, ich mache den Sound. Nennen wir uns Grünbart. Sehr kreativ. Grünbart sogar. Freibier für Freibeuter. Ihre Glückssträhne als Spieler endet jäh, als ihre Ex-Gespielin ihre Schummeleien offen aufplaudert. Sie werden verurteilt und zur Zwangsarbeit in die Karibik gebracht. Während sie die Zwangsarbeit verrichten, lernen sie ihre Mitgefangene Charlotte de Berry kennen. De Berry? Die behauptet, ein bekannter Pirat und Meuterer zu sein. Obwohl sie von ihren Piratengeschichten kein Wort glauben, übt sie doch auf eine weitaus größere Anziehungskraft auf sie aus als ihr tägliches Los. Ich kann heute nicht lesen. Und so fliehen sie mit einem gebrechlichen, leckgeschlagenen Schooner gemeinsam von der Plantage. Der einzige Ort, den sie erreichen können, bevor das Schiff sinkt, ist eine von den bedürftigen Freibeutern bewohnten Inseln. Charlotte plant, nach Hispaniola zu segeln, um das Schiff dort reparieren zu lassen. Doch erst muss das Wasser aus dem Schiff gepumpt werden. Die Freibeuter bieten ihnen ihre Hilfe an, allerdings nur, wenn sie ihnen Bier besorgen. Kaufen sie sich die Freundschaft der drei Freibeuter, indem sie sich eine Brauerei und ein Schmugglerloch bauen, wo sie ihr Bier trinken können. Sie haben ein Jahr Zeit, um die Bronzemedaille zu erhalten. Wenn sie es schneller schaffen, können sie sich vielleicht sogar eine Silber- oder eine Goldmedaille verdienen. Gut, dann laden wir es gleich mal. Episode starten. Ich erinnere mich noch, wie das früher extremst lange geladen hat. Mittlerweile auf dem Windows 7 Rechner ist es ja kein Problem mehr. Falls ihr es selber installiert, Kompatibilitätsmodus anzumachen. Sonst wird das Spiel nicht laufen, aber ansonsten läuft es ohne Probleme. So, hier haben wir jetzt unsere liebliche Insel. Und zwar... Genau. Hier haben wir jetzt unsere liebliche Insel. Hier ist unser Piratenpalast. Da sind gerade drei Wachen. Die müssen hier auch langsam mal kommen. Hier sind die angezeichnet. Wer ist das? Charlotte de Berry. Das ist mein Kapitän. Der wird sich scheren, hier Wache zu schieben. Vor mir, vor meinem Heim, so, brauchen wir erstmal ein Bauzelt, um etwas zu bauen können. Also schnappen wir uns hier ein Bauzelt und zack, bauen wir es. Jetzt hier haben wir im Gefängnis, haben wir hier mehrere Gefangene. Kann man hier schon sehen, wie fünf Gefangene aus dem Bauzelt rausgehen. Okay, wir haben hier eine Getreidefarm, die ein bisschen Getreide hat, und eine Gefangenenküche. Wenn wir keine Gefangenenküche haben, dann können die Gefangenen nichts essen und dann verrecken. So, hier ist eine Sägemühle. So, das Problem bei dieser Sägemühle ist, die kriegt kein Holz, weil wir keine Holzfällerfarm haben. Also, Bauoptionen, Rohstoffe, Holzfällerlager. Bauen wir das mal hier schön in den Wald rein. Oder bauen wir es hier, die finden schon ihre Bäume. So, jetzt werden hier automatisch drei Leute zugeteilt. Die verschwinden jetzt auch hier aus meinem Gefängnis. So. Das sind meine Sklaven. Mit denen kann ich machen, was ich will. Ich kann die umbringen später. Bei Dikte geht das hier. Ist aber noch nicht freigeschaltet. Da muss ich aufpassen, dass die hier nicht fliehen. Also die Resignation von dem hier ist gerade... Allgemeine Resignation ist ziemlich hoch. Er ist nur nicht so ängstlich, aber das ändert sich noch. Wenn er hier in die Nähe von diesen Galgen kommt, sehr gruseliges Dekor, dann kriegt er Angst. Und hier ist auch noch ordentlicher Busch. Ordnung. Mögen die Piraten überhaupt nicht, das finden die voll scheiße. Aber für die Gefangenen ist es gut, dann trauen die sich nämlich nicht so sehr, wegzufliehen. Wegzurennen. Gegen gruseliges Dekor haben die Piraten nichts. Aber wenn man jedoch den Gefangenen anarchisches Dekor hinstellt, dann sinkt die Resignation. Also, was wollte ich jetzt nochmal ursprünglich machen? Genau, ich wollte eine Getreidefarm bauen. Hier. Ist gut.
wäre nicht so als deutsche Getreidefarmer, aber egal. So, jetzt laufen die hier raus, um mir meine Getreidefarm zu bauen. Lauft schneller, Sklaven. Ich kann ja auch gucken, was die denken. Nicht so hier. Ich glaube, ich gehe wieder ins Gefängnis. Pläne, welche Pläne? Ich baue einfach so drauf los. Klick hier, klick da. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Das ist sweet. Okay. Beschleunigen wir mal das Spiel ein bisschen. Baut schneller, Sklaven. Hier können wir schon sehen, die bauen hier gerade friedlich Haus ab. Bam. 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 Bau schneller, Sklave. So. Zertrennt er das Holz. Schön clean. Ja, schön klein zerhauen. Ich habe dieses Spiel als Kind, also das erstaunlichste Spiel ist von 2003. Muss man sich mal überlegen, das Spiel ist jetzt schon Mathe. 11 Jahre alt? Haut es hin? Nein, tut's nicht. Das ist jetzt schon 12 Jahre alt. Das ist schon richtig krass, wenn man sich bedenkt, wenn man mal bedenkt. Und ich finde, es sieht noch relativ aktuell aus. Also ich meine, naja, okay. Also, ich wüsste Spiele, die besser sind von heute, zum Beispiel Call of Duty Ghosts oder so. Also, vor allem die Liebe zum Detail ist schön. Wie das hier einzeln zerhacken, kann man sehen, wie das rübertragen, kann man sehen. Right. Der Lastenträger und trägt alles schön rüber. Na gut, die hauen ja einfach nur so in die Wildnis rein und dann stehen dann Bretter, aber das ist ja nur. Was ist da los? Scheißprogramm, Arschleck. Scheißdreck. So, sind wir wieder drin? Ja, hat geklappt. Sorry. Manchmal habe ich so Programme, die dann Meldungen machen. Manchmal kann es sein, dass das Spiel abstürzt. Das wäre Bullshit. Ich muss mich ganz kurz nochmal ärgern. Ich glaube, die Grafik ist hochgestellt. Seltsam. Sieht irgendwie nicht so aus. Na gut. Jetzt kloppen die hier mit meine Getreidefarm zusammen. Nack, nack, nack. Schneller, Sklaven. Hopp. Schneller. Geht doch. So. Und jetzt baue ich mir hier. Was baue ich mir denn hier? Ich baue eine Brauerei. Bier. Schnell, wir brauchen Bier. So. Jetzt laufen wir aber erstmal hier in die hässliche Bauzelt zurück. Hier kommen schon meine 4 Farben für die neue Farm. Ups, ich habe nur noch 4 Gefangene. Naja, gut. Ich muss das Ding ja nur bauen, nicht besetzen, ne? So. Ich liebe diese Musik in diesem Spiel. So, jetzt können wir einfach nur noch warten. Ich meine, wir spielen ja schon auf schnellster Geschwindigkeit. Hopp, klopp, klopp, klopp. Hopp, die Bob. Jetzt bauen wir hier noch ein hübsches Schmugglerloch. Direkt im ekligen Hafenviertel. So, jetzt setzen wir hier mal die Priorität hoch, damit die nicht auch noch auf die dumme Idee zu kommen, das hier nicht fertig zu bauen. Hier kann man nämlich auch Bauprioritäten setzen. Zur dicken Amanda, wie sollen wir das anders nennen? Zum schlechten Bier. Ja, das kommt gut an. Jeder hin. Zum schlechten Bier. Ja, das ist gut. So. Oh Gott, 2 Köchin. Also wenn die hier mit ihren Bratpfannen Bier machen wollen, dann wird das Bier wirklich schlecht. Ach, nee. Ach, Bratpfannen. Bier. Das sind garantiert die gleichen Bratpfannen, in denen die Suppe machen. Hier wird es als Suppe ausgezeichnet. Suppe. Und die macht Suppe auch mit einer Pfanne. Die machen hier alles mit einer Pfanne. Ich würde servieren auch Bier auf einer Pfanne. So. Sie haben gewonnen. Das war fast ein bisschen zu einfach. So, jetzt kriegen wir hier schön unsere Gewinnsequenz. Man merkt, es steht kein großer Hand dahinter. Das ist einfach ein klassisches Aufbauspiel.
aber es macht so, wie es ist, eine Menge Spaß. Und ich mag das Setting total. Obwohl ich dann nicht so ein Fan von Sid Meier's Pirates bin oder insgesamt das klassische Pirates auf dem C64 war das, glaube ich, ja. Och, nur eine Silbermedaille. Ich bin jetzt nicht so einer, der da auf Perfektion das nochmal macht. Das ist vor allem extrem langweilig, wenn das bin. Meine Listen sind sowieso langweilig, aber na gut. Also. Goldvorrat 0, bla bla blub. Rums. So. Piratenindustrie. Zwar mangelt es ihnen etwas an Koordinationsfähigkeit, aber dennoch haben die gut abgefüllten Freibeuter ihnen und Charlotte geholfen, den Schoner leer zu pumpen und notdürftig sich zu flicken. Danach halfen sie ihnen, die Insel aufzuräumen und zu organisieren. Charlotte ist nach Hispaniola gesegelt, um den Schoner dort reparieren zu lassen. Bauen sie während Charlottes Abwesenheit eine Industrie auf, um das Schiff mit Rationen und Waffen versorgen zu können. Sie benötigen eine Seerationsfabrik, eine Eisenmine, einen Schmelzofen und eine Schmiede, um Macheten herzustellen. Sie brauchen außerdem einen Hafen für das reparierte Schiff. Vor ihrer Abfahrt hat Charlotte darauf bestanden, dass sie all diese Aufgaben erledigt haben soll, bevor sie in 18 Monaten zurückkehrt. Okay. Clear. Raus. Also die Clips da sind alle nicht leicht, die sind alle voranimiert, das wäre damals vielleicht schon möglich gewesen, aber nur mit einem krassen Supercomputer. So. Also. Das ist ein bisschen scheiße, die Insel wird nicht so übernommen. Ich meine, wir haben das alles an der gleichen Stelle gebaut, aber man fängt immer mit einer neuen Insel an. So. Jetzt brauchen wir erstmal ein Bauzelt. Das Bauzelt hier ist zum Beispiel weg. Wir hier wieder ein Bauzelt. So. Jetzt bauen wir als erstes. Schlafsäle für Gefangene werden überschätzt. Bauen wir als erstes ein Dock. Ich habe damals ewig gebraucht, um zu checken, dass man das Dock so bauen muss. Naja, gut, man ist halt manchmal ein bisschen dumm, ne? So. Schöne Musik. So. Zum glänzenden Kopf. Wird das nicht umbenannt? Ja, genau, das ist halt das Problem. Nennen wir es jetzt zum kahlen Kopf. Ach ja, glänzend kahl ist das gleich. Zum Schnitzel. Ja, das kommt gut an. Schnitzel ist immer gut. So. Immer mal ein bisschen auf schnell. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass man Pause oder so ist auf dem Original-Pause-Button und nicht irgendwie auf Space gelegt oder so. Also die Tastensteuerung mit der Tastatur ist ein bisschen scheiße. C ist Bauoption, Craft, glaube ich, keine Ahnung. E sind Edikte und Anzeigeoptionen sind U, das ist auf der völlig anderen Seite der Tastatur. Und vielleicht F oder so belegen können, aber na gut. So, das Dock ist fertig. Brauchen wir eine sogenannte oder auch Seerationsfabrik. Oh fuck. Ah ne. Daran habe ich gedacht, das passt. Ich könnte die Palastwache natürlich einsetzen, um meine Sägemühle dann eine Wache reinzutun, aber die lasse ich jetzt mal in Frieden da. Die werden dann angespornt und also pädagogisch wertvoll motiviert mit der Peitsche und arbeiten dann schneller. So, Sklaven, los rein durch. Ja, sauber. Wann habe ich denn genug Ressourcen? 10 Bauholz. Ach komm, dann baue ich in der Zwischenzeit was anderes. Braucht die Eisenmine auch 10 Bauholz. Arschlecken. Kann ich auch noch warten, bis das Ding da fertig ist. Ja, sauber. Hopp. Schneller, Sklaven. Ja, schneller. Hopp. Ja, 9 Bauholz. Wird's langsam. Ja, hopp. 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 10 Bauholz. Perfekt. So, jetzt schnappen wir uns ein Seefahrtsbedarf, Seerationsfabrik.
sollte ich aber nicht zu nah im Hafenviertel platzieren. Also platzieren wir die einfach mal hier. Wenn die zu nah im Hafenviertel ist, dann sind die Gefangenen nicht mehr so angespornt. Und dann können sie mehr meutern. Aber das wird hier sowieso nicht passieren in der ersten Mission. Also, erste Mission sind noch easy peasy lemon squeezy. So. Vor ihrer Küste hat sich ein Schiffbruch ereignet. Sie nehmen die Überlebenden gefangen. Sie gewinnen 5 Gefangenenarbeit. Perfekt. Ja damit. Immer ja damit. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Hopp, schnell weg mit euch. Ja, hopp. Sklaven. Weg. Weg. Weg den Scheiß. Weiter weg. Weg den Scheiß. Weg. So. Und jetzt könnt ihr auch endlich mal eine hübsche Seerationsfabrik bauen. Ach komm, geht doch schneller hier. Hopp, 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 hopp. Oh, ich hab eine gute Idee. Ich baue noch ein Bauzelt. Dann werde ich insgesamt schneller fertig. Ha, ich bin genial. So. Auf die so verdammt langsam. Ich meine, erst auf schnell, auf nie normal. Aber na gut. Na, 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 na. Ist das Ding endlich hier gebaut? Jetzt haben wir fast die Ressourcen zusammen für eine Eisenmine. Was Schwede ist das? Straßen kein Bauholz benötigen. So, jetzt bauen wir jetzt hier eine sweet Eisenmine. Eisen, Eisen. Ah, ich bin ja doof. So. Eisenmine. Ja, damit. Müssen die erstmal den ganzen Weg darüber laufen. Jetzt auch da hinten bauen können, aber das ist ja voll nicht individuell und voll ohne Swag. Also, laufen jetzt meine ganzen Sklaven darüber. Während ich warte, dass mein Bauholz fertig ist. Ach, ach. Schöner tropischer Wald hier. Genug abzuholzen. Freuen sich nachher die Tierschutzorganisation. Die Regenwald. Ach, ich versuch's gar nicht erst. So. So, Seerationsfabrik. Nochmal 2 gefangenen Arbeiter. Einer davon ist männlich. Und die arbeitet jetzt in der Seerationsfabrik. Johnson, Lastenträger. Dann kannst du ja hier gleich die Lasten tragen. Das ist ein verdammter Schmelzofen, benötigt 20 Bauholz. Na super. Wir brauchen eine Sägemühle. Wo ist die überhaupt? Sägemühle, Sägemühle, Sägemühle. Hier. Auch 20, nur super, dann kann ich gleich warten, bis es hier fertig ist. Muss ich keine Sägemühle bauen, vor allem habe ich dafür gar nicht genug Arbeiter. Oh, schneller bauen, schneller. Oh, 15. Looking forward. Oh, ich kann hier schon mal anfangen, eine Schmiede zu bauen. Schlimm ist es hier nicht. Muss ich hier noch machen? Dock habe ich. Seerationsfabrik habe ich. Ziele und Geschichte. Hafen habe ich, Schmelzofen brauche ich noch, Schmiede baue ich gerade, Eisenmine habe ich schon. Gut, dann wäre ich bald durch. Also die ersten Level sind noch fort einfach. Wird erst danach ein bisschen schwieriger. Nochmal 6 Gefangenenarbeiter, perfekt. Immer her damit, kann ich gebrauchen. So. Piraten gehen auch endlich mal zum Saufen. Sehr gut. Immer schön euer Geld verprassen. Ich mache aber keinen Gewinn, kann das sein? Ja, sauber. Engine teuer. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass es die Leute alle Sklaven sind, muss ich keine Löhne zahlen. Ich muss ihnen nur ein bisschen Suppe füttern. Ist doch manchmal echt praktisch, ne? Was haben die kein Geld da gelassen? Nö. Diese Schweine.
diese Schweine. Egal, passt schon. So. Wieso schmieden die denn? Die haben noch gar nichts zum Schmieden. Eisen muss doch erst eingeschmolzen werden. Na gut. 17. 18. 19. Und 20. Perfekt, jetzt kann ich hier einen Schmelzofen bauen. Und dann hätte ich dieses Kampagnenstück durch. Und dann werdet ihr mich auch endlich los, weil dann ist der Part schon zu Ende. Der nächste Part wird bald nachgeliefert. Hoffentlich. Morgen oder irgendwann. Stepmania-Videos muss ich mal gucken. Habe ich lange nicht mehr gespielt und bin ich auch nicht mehr so gut drin. Also ich war noch nie wirklich gut, aber muss ich mal gucken, ob ich das nochmal machen will. Und dann brauche ich auch noch ein Thema, über das ich labern kann. Aber ich finde schon noch eins. Über das ich dumm labern kann. So. Wir spielen auf jeden Fall noch ein bisschen Tropico. Dieses Spiel hat einfach so einen schönen Charme. Was ich noch dazu sagen muss, Tropico hat sich ursprünglich nicht sonderlich gut verkauft. Tropico 1 war ein sehr gutes Spiel und Tropico 2 wurde dabei ein bisschen vernachlässigt, weil sie ein bisschen die Richtung gewechselt haben. So sind sie mit Tropico 3 und 4 wieder zurückgegangen und das ist richtig gut angekommen. Und ich glaube, sie arbeiten sogar gerade an Tropico 5 aktuell. Sie gewinnen einen Gefangenenarbeiter. Das Spiel ist mittlerweile für ein Apfel und ein Ei zu kriegen, also muss man sich einfach mal umschauen. Da wurde erst letztens so eine Reloaded-Box rausgebracht. Ich benutze hier gerade das Originalspiel von 2003 auf zwei CD-ROMs. Aber das ist mittlerweile auch schon auf DVD rausgekommen, also so ist nicht. Ja. Es läuft flüssig auf Windows 7. Sehr flüssig sogar. Es gibt nur keine Bildschirmauflösung 1920x1080, aber damit sollte man klarkommen. Das sollte schon passen. Also. Juti, die Mission ist gleich zu Ende. Ja, baut schneller. Hopp. Schmelzofen. Ofen schmelz. Schmelzofen. Schmelz. Schneller. Sie haben gewonnen. So. Diesen Let's Play werdet ihr dieses Video noch oft sehen können. Ich bin ja so begabt in Aufbauspielen. Der absolute Pro. Die Mutter zieht die Harmonika von dem Typen rechts, sieht richtig, richtig hässlich aus. Hat sich jemand keine Mühe gegeben. So, und damit beende ich jetzt das aktuelle Let's Play. Was laber ich da? Damit beende ich jetzt dieses Let's Play. Die nächste Folge kommt bald und ich werde vielleicht die Kampagne fertig schaffen. Vielleicht auch nicht, wir werden mal gucken. Die Kampagne ist ein bisschen länger, aber das kriegen wir schon hin. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.